Hallo und guten Tag, meine sehr verehrten Freunde. Heute geht's wieder um einen Menschen, der verstorben ist leider. Und das nicht aufgrund einer Krankheit, wobei man das schon irgendwie als Krankheit bezeichnen könnte, das liebe Geld, sondern aufgrund von äußeren Umständen, die diesen Menschen dazu verleitet haben, von einem Dach zu springen. Zwar von einem hohen Dach, um das ohne die Chance oder mit einer sehr geringen Chance zu überleben. Und das im vollen Bewusstsein seiner kognitiven Fähigkeiten. Tja, Mensch. Das war ein flüchtiger Bekannter, kann man das nicht nennen. Wir hatten regelmäßig Kontakt über Börse, Wertpapiere. Und ja doch, der war aggressiv manchmal. Mensch, aber der hatte immer die besten Trades, wirklich. Der hat an manchen Tagen 80, 200, 360% gemacht. Aber Verluste? Nee. Verluste? Nee. Quatsch. Er doch nicht. Nee, der hat recht. Und das Erschreckende dabei ist, dass er scheinbar wirklich von sich gedacht hat, dass man bei sowas Unregelmäßigem wie der Börse, wo es wirklich auf und ab geht und manchmal ohne wirklichen Hintergrund, dass er tatsächlich gemeint hat, dass er sich nach außen als perfekt darstellen muss. Die Geschichte, kurz umrissen. Ein junger Mann sagt sich, Mensch, ich komme aus armen Verhältnissen. Ich möchte, dass ich meiner Familie später was bieten kann. Er heiratet seine Studentenfreundin, die beide BWL studiert haben. Er fängt an, in einem normalen Betrieb zu arbeiten, beschäftigt sich mit Wertpapieren und der Börse. Ich glaube, was hat er gemacht? Einzelkauf, sowas. Aber da kannte ich noch nicht. Da Mitte 50 war er jetzt. Ja, und dann Kinder bekommen, Haus gebaut, abbezahlt, alles wunderbar. Währenddessen Geld angelegt nebenher. Aber irgendwann, Betrieb, ging es nicht mehr so gut und da Rationalisierung, er selber hier wegrationalisiert, dementsprechend schon mal so von oben nach unten, wie es sich gehört hat. So, der hat schon früher angefangen mit einem Musterdepot, quasi nicht mit seinem eigenen Geld, sondern mit fiktivem Geld, aber trotzdem mit echten Kursentwicklungen von Wertpapieren. Ja, und das lief gar nicht schlecht. Und da hat er sich gedacht, Mensch, ich habe jetzt noch eine Abfindung bekommen, nehme ich noch einen kleinen Kredit auf hier, auf mein Häuschen. Dann hat er 100.000 Euro auf seinem Depot gehabt und damit verdiene ich jetzt mit seinem echten Geld. Ja, alles klar. Hat sich auch schon in vielen Börsengruppen, egal ob auf Facebook oder finanzen.net gibt es zum Beispiel, da gibt es auch viele Chatforen und so, aber ja, da haben wir uns ausgetauscht. Da. Gelegentlich bin ich über seine Kommentare gestoßen, häufig war ich mit ihm einer Ansicht, aber manchmal habe ich mir auch so gedacht, Mensch, hier, da hast du vielleicht da was übersehen oder hey, vielleicht habe ich da ja was übersehen. Genau. Handschuhe trage ich auch ihn zum Ehren. Also nicht diesen jetzt exakt, aber der hat immer kalte Hände bekommen dann beim Traden. Wenn es gefährlich wurde, hat er gemeint. Da zieht er sich immer Handschuhe an. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Und wie gesagt, persönlich wusste ich nicht so viel. Das meiste habe ich jetzt mitbekommen, weil eine Bekannte von ihm und von mir jetzt eben mehr Kontakt. Ja, und sonst hätte ich auch gar nicht mitbekommen, dass er jetzt tot ist, weil es gab einfach keine Kommentare mehr. Fragt man mal, Mensch, wo ist denn der hin? Ja, nirgendwo sein. Er ist weg. Wegen Geld. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Also, neuer Job wollte er sich nicht suchen. Sein Betrieb, er hat sich gedacht, so, ja Mensch, wieso soll ich denn, wenn ich mit Geld mehr Geld machen kann? Wenn mir das Spaß macht und mir scheint es zu liegen, wieso sollte ich denn, wieder normal weiterarbeiten? Aber dann kommt's. Dann am Anfang lief alles scheinbar gut. Ja, Mensch, hier, dann erhöht man seinen Lebensstandard ein bisschen, dann lief es ja mal gut, dann kann man ja mal ein bisschen größere Einsätze machen. Es gibt so ein paar goldene Regeln für einige Trader, zum Beispiel niemals mehr als 10% von seinem gesamten Depotbestand, gerade wenn man das hauptberuflich macht, zu setzen, möchte ich es jetzt mal nennen. Ja, aber diese Harakiri-Trades, wo man dann 50-80% einsetzt, weil man sich ja so sicher ist, man ist sich so sicher, dass es klappt, dann könnte man natürlich auch einen größeren Hebel nehmen. Aber irgendwann wird der Hebel bei Wertpapieren nicht mehr größer. Dann kann man anfangen mit Contract for Difference zu traden. So, was ist das? Das ist eine feine Sache.
kannst du mehr Geld verlieren, als du überhaupt auf deinem Depot hast. Warum? Ein Punkt nach oben, 100 Euro plus. Ein Punkt nach unten, 100 Euro minus. So. Du hast keine Limits. Du hast nur eine Sicherheit, die du immer wieder nachschießt. Und so geschah es dann tatsächlich, als die Schweizer Notenbank damals aufgehört hat, ihre Stützungskäufe zu machen, so viel am Rande. Er hat es nicht abgesichert, weil es war ja klar, Schweizer Franken zu Euro, hat immer einigermaßen den gleichen Kurs, da kann man sich ein bisschen was verdienen. Da hat er es dann geschafft, seine erste Grundschuld, komplett so, 100.000 Euro. 60-70% von seinem gesamten Geld, was er noch da hatte, also von seinem Depot hatte, alles weg. So. Gut, da lief es noch gut, wie gesagt, nur 60-70%. Es hätte viel mehr sein können. Aber er wollte eigentlich nur maximal 10% von seinem Depot einsetzen, hat aber das Siebenfache verloren. Das war schon mal ein harter Schlag. Und da ist er schon ruhiger geworden. Da ist er schon ruhiger geworden in den Chats. Und wenn dann jemand was gegen seine Analysen geschrieben hat, dann wird er richtig bissig. Der hat sich so rein verbissen in seine Entscheidung und was er dann da geschrieben hat, dass er nichts anderes kam mehr an ihn ran. Scheinbar Familie Druck gemacht so, hier Mensch, du hast jetzt hier verloren, jetzt bist du aber wieder dran zu verdienen. Und das ist die falsche Einstellung, weil wenn du versuchst, deine Verlust wieder wettzumachen, dann gehst du Risiken ein, die du gar nicht eingehen möchtest, weil du denkst, hier, Geld muss her, es muss her. Aber manchmal geht das nicht, manchmal weiß man es nicht, manchmal muss man eben dann eine Möglichkeit finden oder geduldig sein. Aber gerade Männer so, die sich beweisen wollen und die dann, ja, so nach dem Motto, ich habe zwar insgesamt nur Plus-Trades gehabt, aber dann diesen einen Minus-Trade. Klar, er hatte mehr, wusste man ja alles nicht. Und das finde ich so schade, weil ich hätte ihm gerne einfach mal geschrieben oder gesagt, so, hey Mensch, wenn es mal nicht so klappt, dann mach vielleicht mal eine Pause oder so. Oder wenn es dir nicht gut geht, dann, ja, aber der war so auch erzogen worden, Männergefühle drin, der Mann versorgt seine Familie, die Familie, die freut sich, dann hast du ein schönes Leben. So, also was macht er? Noch einen Kredit aufnehmen. Fein. So. Wieder ein Depot. 100.000 Euro. Lief gut. 280.000 Euro hat er drauf gehabt. Schönes neues Auto. Schöne Ferien. Alles gemacht und so. Trotzdem immer noch so Risikomanagement im Auge gehabt. Aber dann ging es los. Dann ging diese verrückte Börsenzeit los. Mit Draghi, mit der Niedrigzinspolitik. Jeder dachte, hey, jetzt muss es aber mal wieder runtergehen. Monat für Monat hat er sich seine Optionsscheine scheinbar gekauft. Jeden Monat mehr oder weniger der gleiche Trade, weil er gedacht hat, irgendwann wird es ja passieren. Irgendwann wird es ja passieren. Dann war er irgendwann 50% vom Depot weg. Noch bei 140 ungefähr. Sowas in den Dreh. Also ein bisschen erfinde ich gerade die Zahlen. Aber in dem Größenraum hat es sich letztendlich abgespielt. Ja, Hälfte verloren und das fühlt sich schlecht an. Das heißt, du musst 100% gewinnen, um wieder am gleichen Punkt zu sein. Also hat er seine Position verdoppelt, geldtechnisch. Ja, wenn es geklappt hätte, fein. Und dann kam der Genickbruch. Es ist immer nach oben gegangen, der DAX-Kurs. Quasi jeden Monat nach oben. Und dann hat er auf fallende Kurse gesetzt. Nee, Quatsch, andersrum. Er wollte, dass der Kurs fällt, damit ist es ausgegangen, Entschuldigung. Also hat er diesmal gesagt, okay, diesmal geht's nach oben. Diesmal geht's nach oben. So nach dem Motto, 30 Mal schwarz auf dem Roulette-Tisch. Das 31. Mal wird auch schwarz. So, 100% über CFDs mehr oder weniger. Alle 50 Punkte am DAX, ich weiß nicht, ob euch das jetzt was sagt, wären quasi sein komplettes Geld gewesen. Sagen wir einfach mal noch 60.000 Euro. 50 Punkte, 60.000 Euro. So. Dann ging es runter. Dann ging es runter. Und zwar so sehr, dass er nicht nur 60 verloren hat, sondern dass er über 300.000 in den Miesen stand. So, Familie hat nicht viel Geld. Er hat von seiner Frau Druck bekommen. Er ist scheinbar nicht mal nach Hause gefahren und hat es erzählt. Er hat nicht einmal darüber gesprochen. Er hat es niemandem geschrieben. Er hat sich ganz normal verabschiedet. Aber am nächsten Tag ist er halt nicht mehr aufgewacht. Ja, wegen Geld. Wegen einem Konstrukt, das wir uns ausgedacht haben. In einem Land, in dem es eigentlich jedem gut gehen sollte. Und das ist sehr traurig. Das finde ich wirklich traurig. Es ist mehr als schade, dass ein Mann, der
komplexe Zusammenhänge begriffen hat, aber der gemeint hat, auf die Tatsache, ob es morgen um 15 Uhr der Kurs höher steht oder niedriger steht, dass er dafür mehr oder weniger sein Leben bezahlt hat. Das tut mir wirklich leid. Und ich hoffe, dass wenn ihr euch mal in einer solchen Lage befindet, wo ihr wirklich Geldnöte habt, ob durch Glücksspiel, ob durch Börse, ob durch sonst was, dass ihr erstmal mit jemandem drüber redet und dass ihr eine Privatinsolvenz in Bezug zieht oder sonst was. Das ist jetzt wieder so objektiv. Ich habe es erst vor 2 Wochen grob erfahren oder vor 1 Woche. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Und deshalb hängt mir das alles noch nach, aber ja, redet, sagt, was mit euch nicht stimmt. Und wenn es Geld ist, ihr dürft auch über Geld reden. Es ist nur Geld. Euer Leben ist so viel kostbarer. Also, ich wünsche jedem Trader von euch nur das Beste. Ich wünsche jedem von euch, ich hoffe und ich möchte daran glauben, dass jeder von uns in Wahrheit, wenn er richtig drüber nachdenkt, Leben höher achtet als Geld. Und seid nicht so gierig. Seid nicht so gierig und seid aber einfach auch so ehrlich mit euch, dass ihr mal zugebt, ihr wart gierig, aber dann versucht es zu ändern, weil Geld ist nur Geld. Geld ist nur Geld. Eure Mitmenschen, eure Freunde, Treue und Ehrlichkeit. Darauf sollte es jedem von uns ankommen. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste. Und ich wünsche euch, dass ihr euch nicht von Geld korrumpieren lasst. Niemals. Also, bis dann. Ciao.